Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die Finsternis naht hier in Eternal Darkness. Und wir wollen natürlich direkt dort weitermachen, wo wir im letzten Part aufgehört haben, nämlich in diesem geheimen Raum des Hohepriesters. Und dort liegt ja ein Zettel auf dem Altar, aber zuvor waren wir noch damit beschäftigt, unsere Zaubersprüche weiter auszubauen auf die 5-Punkt-Runen und deswegen machen wir damit auch direkt weiter. Ich habe mir eben offscreen die Liste der Sprüche nochmal genau angeguckt und ja, für diese drei Zauber fehlt uns halt noch die 5-Punkt-Rune, wie wir sehen können, und die habe ich mir mal eben schnell notiert, damit ich nicht die ganze Zeit hin und her wechseln muss. So, wir wollen hier einmal Bankorok wählen und Redgormor, was für Areal steht, und dann natürlich noch zweimal Pargon. Und der Spruch Isolierung wurde entdeckt. Und zwar, ja, die stärkere Variante davon. Neuer Spruch, 5-Punkt-Rune, Mantorok. Und diesmal nehmen wir zweimal wieder Pargon. Und dann nehmen wir Redgormor und Needlake. Wow, gruselige und fiese Geräusche. Der Spruch Aufhebung wurde entdeckt. Sehr schön. Und der letzte Spruch, da muss ich nicht mal nachgucken. Den kenne ich in- und auswendig. Wir wollen rufen eine Kreatur. Und zwar eine starke Kreatur. Und der Spruch 8 wurde entdeckt. Liste der Sprüche. Spruch 8? Hä? Fragezeichen? Prüfen. Die Wirkung dieses Spruches ist unbekannt. Dir fehlen einige Komponenten des Spruchs oder du hast sie noch nicht identifiziert. Aha. Und was machen wir, wenn wir keine Anleitung parat haben? Genau. Wir sprechen ihn einfach mal. Zack. Und zwar mit der Ausrichtung von Chattuga. Und der mächtige Zauber beschwört ein Zombie von Chattuga. Nachdem ein Zombie gerufen wurde, drücke A, um einen Feind anzugreifen. Mit R kann der Gegner anvisiert werden. Wird der Kopf des Gegners anvisiert, wird eine Beißattacke ausgeführt. Mit Start wird der Zombie aus der Kontrolle entlassen. Durch Drücken von L und dem Schiebepad wird der Gang des Zombies beschleunigt. Zombies können Türen öffnen, aber keine Items aufnehmen. Yay! Wir können als Zombie durch die Gegend wuseln. Ich freue mich einen kleinen Ast. Zack. So, wollen wir natürlich hier einmal die Tür durchschreiten und langsam hier den Weg entlang rumpeln. Schneller ist er nicht. Das ist schon die Laufentaste. Wenn ich die Laufentaste loslasse, sind wir so langsam. Richtig langsam, wie wir sehen. Deswegen nehmen wir hier die Beine in die Hand. Ein Zombie kann das ja wirklich machen. Die Beine in die Hand nehmen. Wie doof das aussehe. Aber gut, ja. Viel mehr können wir hier nicht machen, wir können noch die Sachen untersuchen, ein weiterer Beweis der Häresie. Und ich bin gerade überrascht, was für komplizierte Gedanken sich ein Zombie machen kann. Ein bewanderter Zombie, den wir hier spielen. Aber gut, ja, entlassen wir ihn aus unserer Kontrolle und machen natürlich hier mit Brother Lucer weiter. Und wir wollen uns jetzt mal den Wich hier auf dem Altar anschauen. Eine Seite, die aus einem Tagebuch herausgerissen wurde, liegt auf dem Altar. Paul hat eine Tagebuchseite gefunden. Untersuchen, Detail. Ein ketzerischer Altar steht an der hinteren Wand des Raumes. Er ehrt einen unheiligen Gott. Paul spürt, dass das Böse hier lebt und hat Schwierigkeiten, sich dem Tisch zu nähern. Gut, dann wollen wir uns mal einen Schritt weiter wegstellen und wollen uns hier einmal die Tagebuchseite Nummer 3 ansehen. Das Tagebuch von Brother Andrew, Seite 3. Schaudernd gefriert mir das Blut in den Adern. Die grausame Wahrheit ist, dass der ganze Orden aus Heretikern, Leute, die Häresie betreiben, besteht und ich mich in unglaublicher Gefahr befinde. Wer kann sagen, wie lange sie ihr dunkles Geheimnis schon bewahren?
maskiert als Hüter der Hand des Judas, obwohl sie in Wirklichkeit ein verfluchtes Relikt bewachen, die Essenz des unheiligen Shatuga. Und dieses Einsetzen, um Gläubige anzulocken, die dann Opfer ihrer bösartigen Riten werden. Ich fühle mich krank und trotz meines Glaubens fühle ich deutlich, wie mich starke Angst und Hoffnungslosigkeit überkommen. Ich muss von diesem Ort flüchten, bevor sie bemerken, was ich weiß. Ich muss die Welt warnen und der echten Inquisition von dieser Präsenz erzählen. Der Tod lauert hinter jeder Ecke und lässt mich keinen Moment aus den Augen. Daher schreibe ich dies nieder. Aber Philippe Augustin wird dieses Buch finden. Ich werde daher einige Seiten daraus entfernen und verstecken, in der Hoffnung, dass der, der nach mir kommt, sie findet und die Wahrheit aufdeckt, bevor es zu spät ist. Schluck. Wollen wir mal hoffen, dass es noch nicht zu spät ist, aber das sollte doch Beweis genug sein. Wir müssen, ja, es dem Kustos berichten. Nichts wie ab zum Kustos, den ganzen Weg zurück zum Glockenturm. Ja, ich freue mich. Aber gut, die Zeit könnten wir natürlich, Hey, unser Zombie steht noch hier. Ja, er freut sich, uns zu sehen. Ja, der wollte uns hauen. Aber unser Schutzschild hat uns beschützt. Nein, unser eigener Zombie. Unser ersten Zombie, den wir selber generiert haben. Und wir müssen ihn mit unseren bloßen Händen eigenständig zerhackstückeln. Sehr traurig, aber bleibt uns halt keine andere Wahl. Wunderbar, weil ja, wenn wir ihn aus unserer Kontrolle entlassen, ist er wieder, ja, ganz der Macht von Shatuga verfallen. Schade. Ich hätte gedacht, eventuellerweise fackelt die Fackel noch einmal, aber hat sie nicht getan, weswegen wir jetzt einfach uns sputen wollen. Ja, denn der Weg bis zum Glockenturm ist halt lang. Wir kennen ja den Weg. Und eben wurde ich durch den Zombie unterbrochen, aber ich hätte euch gerne noch eine weitere Insider-Information erzählt, aber ja, spezifisch zu dem Spiel fallen mir halt gar keine mehr ein. Ich könnte euch höchstens irgendwas über meine Gedanken zu irgendeinem, ja, Inhalt des Spieles kundgeben, aber da müsste ich natürlich jetzt einmal scharf nachdenken. Ob mir da irgendwas einfällt, was ich euch, ja, erzählen könnte. Ja doch, eine Sache fällt mir ein. Das nächste Kapitel. Ich hasse es. Ich mag es überhaupt nicht. Und auch den Charakter, den wir dort spielen werden, der ist mir nicht wirklich sympathisch. Also ja, habe ich jetzt schon mal euch eigentlich die Freude an das nächste Kapitel genommen. Aber wer weiß, vielleicht gefällt es euch ja. Für mich ist es die reinste Qual. Und jetzt sind wir auch schon fast wieder beim Kustos. Viel fehlt nicht mehr. Aber dieses Kapitel hier mit Brother Luther mag ich sehr. Ich mag auch Brother Luther sehr. Er ist ein ehrlicher Mensch. Und ein netter Mensch. Und auf jeden Fall reicht seine Ausdauer, glaube ich, die ganze Zeit aus, dass wir... Ja, da rede ich gerade von der Ausdauer und dann ist er schon wieder am Schwächeln. Na super, mache ich einmal den Mund auf. Da geht alles hier wieder den Bach runter. Aber gut, wir haben es ja fast geschafft. Viel fehlt nicht mehr. Und ich hoffe, der Kustos ist noch dort. Dass wir ihm, ja, es erzählen können. Wir haben die Beweise gefunden, die Brother Andrew über Jahre hier gesammelt hatte. Oder über Monate, ich weiß ja nicht, wie lange er im Endeffekt dann hier war. Und die Puste von, ja, Lusa ist jetzt hier schon am Ende. Aber der Kustos, er steht noch da. Wollen wir mit ihm reden? Brother Andrew suspected Augustine all along. I managed to find remnants of his journal. And it all points to Augustine's involvement with a paganistic cult operating inside the cathedral. Aye, the cathedral's dark secret has been uncovered. I too suspected this, but was too afraid to act. Augustine himself is a heretic. He has covered his tracks well, claiming that the sacred relic, the Hand of Jude, was stored here. He had those who came to see it murdered. The Hand of Jude never existed. And with that realization, the trap closes, brother. My days here are numbered. I awoke to find this cruel dagger placed upon my pillow this morn. It can only mean one thing. I know too much,
and they are moving to silence me. I can only hope that what little faith I have left is enough to save my soul. Please, take this thing away from me. Its very sight troubles me to no end. May your faith protect thee, Brother Luther, for that's all you have. Der Kustos. Paul wurde ein Opfermesser überreicht. Und hinter ihm war doch eben eine starke Magie von Xelotas. Der Kustos. Er ist verschwunden. Okay. Aber er hat uns ein Opfermesser gegeben. Prüfen. Ein kunstvolles, langes Messer, mit dem Menschen geopfert werden. Das Böse, das von ihm ausgeht, ist so intensiv, dass Paul es nur mit Widerwillen aufhebt. Die Seelen, die dieses Messer geraubt hat, scheinen im Metall weiterzuleben. Und wahrscheinlich waren es viele. Wer weiß, wie lange diese Kirche hier schon, ja, diesen Plan verfolgt und mit der Hand des Judas immer weitere unzählige Opfer anlockt, um sie am Ende zu töten. Und nun wird wahrscheinlich auch noch der Kustos dran glauben müssen. Wir wollen dies aber verhindern. Wir müssen uns sputen. Der Kustos, wow, weiß zu viel. Und warum steht denn hier auf einmal ein Mongtorok-Zombie? Alter Falter, habe ich mich gerade verjagt. Wow, und hier ist auch noch eine Kreatur. Was ist denn hier los? Wahrscheinlich wissen auch wir mittlerweile viel zu viel. So, ein Finalschlag hier ausgeführt, unseren Verstand wieder aufgefrischt. Und Paul, wir müssen fliehen. Sei kein Narr. Du hast doch keine Chance gegen die Mächte dieser bösen Götter. Paul kann die Kathedrale erst verlassen, ja. Wenn sein Name reingewaschen ist. Okay. Paul, wenn dir das so wichtig ist, dann werden wir dich natürlich begleiten und wir tun unser Bestes, dir dabei zu helfen. Aber ob das so eine gute Idee ist, wollen wir hoffen, dass alles gut ausgehen wird. Wir laufen den Weg abermals zurück. Ja, ist ja nicht so, als wären wir den schon öfters irgendwie lang gelaufen. Aber gut, wir könnten ja mal auf der Hälfte der Strecke uns dann gleich eine weitere Autopsie anhören von unserem Freund Maximilian Roybers. So, hier haben wir zwei Mantorok-Zombies, dem Gar ausgemacht. Yay, zack. Wir könnten uns hier natürlich nochmal links oder rechts einen Schluck Wein genehmigen, aber wir haben dafür keine Zeit. Oh, ein Trapper, nein, 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 nein. Du siehst uns nicht, du hörst uns nicht. Nehmen Armbrust und nachladen einmal. Zack. Und mit dem Bolzen in der Armbrust haben wir den Trapper getroffen. Wunderbar. Der grüne Stinker hier. Da liegt er und verschwindet. Und da hinten sehen wir noch einen weiteren. Auch ihn visieren wir an und haben ihn mit einem gekonnten Schuss aus der Armbrust erlegt. Dann wollen wir hier wieder auf unser zweischneidiges Schwert wechseln und laufen den Weg weiter entlang. Und ich würde doch grob behaupten, hier ist eine gute Position für eine weitere Autopsie. Wo sind wir denn stehen geblieben? Ich meine, den Ulyaos-Fledderer hatten wir. Also kommt nun der Grauen von Chattuga. Horror. The horror. A behemoth of hatred incarnate. What manner of creature is that? A ton of flesh and sinew, wielding muscles thick as rope strung onto claws that could crush stone and sever metal as though it were threshed wheat. Crushing, cutting, the walls shook with each step it took. Oh, the horror! An abomination. Its physiology remarkably abstract. No real organs or anything. It shouldn't work. But it did. And the mouths, those gnashing scythes of teeth. I tell you, it existed only to eat, to consume, to gnaw, to bite, to devour.
shouldn't work. Der Maximilian, richtig genial seine Kommentare. Das Genick des Grauens ist sein Schwachpunkt. Ein Chitinpanzer und kräftige Muskeln schützen diese Kreatur. Dies war die Analyse des Chattugger-Grauens. Uiuiuiui, der fiese Grauen. So, wir setzen unseren Weg fort und wollen uns natürlich wieder zu dem Opferaltar begeben, der ja aussieht wie der Kustus. Und wir haben jetzt dieses Opfermesser und da können wir doch hoffentlich dann einen Mechanismus aktivieren. Und hier fehlt nur noch, ja, die kleine Treppe, die wir hinablaufen müssen. Und dann befinden wir uns auch schon wieder dort, wo wir denn jetzt sein sollten. Wow, und hier ist auch wieder so ein ekelhafter Fledderer von Chattugger. Aber gut, wir haben ihn zerfleddert, bevor er uns, ja, zerfleddert hat. Und dann ist doch alles paletti. Wunderbar. Wollen wir dann doch hier direkt einmal benutzen. Das Opfermesser. Wer hat da geschrien? Und eine Geheimtür wurde freigelegt. Wunderbar. Diese Tür hier bleibt aber weiterhin verschlossen. Gut, wir wollen erstmal hier entlang laufen. Mal sehen, was wir denn hier finden werden. Hallöchen. Ich höre irgendetwas pulsieren. Oh. Untersuchen. Detail. Ein zerstörerisch knisternder Magiespruch versperrt Paul den Weg. Offensichtlich will jemand Eindringlinge in Schach halten. Und diese tödliche Magie hilft ihm dabei. Gut. Es ist ein Isolierungsspruch, und zwar ein 5-Punkt-Isolierungsspruch. Und was hilft dort? Genau, ein 5-Punkt-Aufhebungsspruch, der mit der Kraft von Chattugger. Liste der Sprüche. Aufhebung, 5-Punkt, Chattugger. Und wir sind mächtig. Und heben den Spruch auf. Wunderbar, wir können weiter voranschreiten und apropos aufheben. Schnellspruch. Hier haben wir überall noch die, ja, 3-Punkt-Sprüche. Wollen wir auch noch ganz rasch einmal ändern. Liste der Sprüche. Magisches Item, nicht sprechen. Zuordnen, 5-Punkt mit der Kraft von Mantorok hier nach rechts. Wunderbar, jetzt haben wir hier ein 5-Punkt-Siegel. So, als nächstes, dann bitte einmal Erholung zuordnen, 5-Punkt mit Mantorok nach hier oben, dankeschön. Sodele, als nächstes dann, boah, dass man immer so umständlich ganz weit zurückgehen muss, nee, doch erkennen brauchen wir für unsere Unsichtbarkeit, zack, mit Mantorok nach hier, können wir richtig lange unsichtbar rumlaufen. Und dann noch einmal wieder den ganzen Weg zurück. Isolierung, Aufhebung brauchen wir jetzt nicht. Trapper auch nicht. Aber Schild möchte ich mir nicht nehmen lassen, auch diesen mit einem 5-Punkt-Zauber auf Y zu legen. Und ja, Isolierung kann erstmal da unten so ein Dreier von Chattugger bleiben. So, wir wollen dann hier uns einmal unsichtbar machen. Diese mächtigen Zauberspruch. Ach so, das war das Schild. Jetzt aber unsichtbar. Und das ist richtig laut. Wunderbar. Aber wir sind unsichtbar, sind also jetzt hier geschützt vorerst, falls uns irgendetwas überraschen sollte. Und wir wollen doch mal sehen, ob wir hier irgendetwas finden. Und eine tiefe Schlucht nach unten. Und alles in Nebel gehüllt. Wer weiß, wie tief es dort hinabgeht. Was ist das? Untersuchen. Es ist der Kustus. In der Lache seines eigenen Blutes liegt der Kustus, Pauls einziger Verbündeter im Kampf gegen die Finsternis. Seine Seele wird noch keine Ruhe gefunden haben. Ein unsichtbares Band bindet sie an den Altar, wo sie über den eigenen erstarrenden Körper Wache hält. Paul fühlt alle Hoffnung schwinden und weiß, dass seine Situation nun 1000-mal schlimmer ist als zuvor. Nun ist er allein im Kampf gegen die Finsternis. Der Kustus hat sein Leben gelassen. Alter Falter.
You are a clever man, Brother Luther. Wanting answers to clarify your new position as fugitive, you seek them out, and this is what you find. Tell me, what does a man such as yourself think of when he finds a viper's nest of heresy? When he finds the very source of corruption? I think of irony. Irony of what you, masquerading as a member of the Inquisition, stand for. And that you stand for evil. Evil is merely a perspective which no longer concerns me, Luther. You will be executed in the most painful manner imaginable. After we have broken your frail body and mind in the name of our true Lord, Zelototh. Come, my children, feast on this morsel and let us return to our preparations. Oh nein! Philippino Augustin hat seine, ja, kleinen Mönsterchen hier gerufen. Alter Falter, der arme Paul. Aber gut, sie können uns gerade nicht sehen, könnten uns nur hören. Und wir wollen ihnen den Gar ausmachen. Viele von diesen Gegnern haben wir schon besiegt. Er hätte uns eigenständig vernichten sollen. So sind wir nochmal davongekommen. Oh, wunderbar. Der Kustos, aber leider nicht, wie wir sehen. Er wollte uns helfen. Unser einziger Freund und Verbündeter. Und nun liegt er hier. Tot. An dieser Stelle beende ich den Part erst einmal und wir wollen uns mit Brother Luther weiter im nächsten Part hier umschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann natürlich auch wieder, wenn wir versuchen, gegen die Finsternis anzukommen. Bis denn dann. Ciao.